Hallo zusammen und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Tour. Im heutigen Video sind wir zusammen mit Thomas Weinert vom Kanal Elektrum. Ihr kennt ja alle sein Model X mit der mega geilen Folierung und der Model X-Familie unterwegs nach Sinsheim zum E-Mobilitätstag im Technikmuseum. Ja, und von dort aus werde ich ein wenig über die ausgestellten Autos berichten und ein Interview mit den Machern des Podcasts Beizen Batteries mit Simon und Jörg führen. Umgekehrt gab es auch ein Interview mit mir, welches ihr als Podcast bei den beiden hören könnt. Also dann viel Spaß! Sehr geil. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute mal mit einer kleinen, mit einem kleinen anderen Video, nämlich aus Sinsheim vom Technikmuseum. Da ist ja heute der Elektromobilitätstag und hier fährt gerade mal ein iPace vorbei, auch schön. Hier sind schon eine Menge Autos zu sehen und ich werde hier einfach mal so einen kleinen Rundgang machen, gucken, was es für Autos noch so zu sehen gibt. Und ja, lasst euch einfach überraschen, genauso wie ich mich auch überraschen lasse hier von diesem Ort. Ich bin ja auch das erste Mal und es wird hier immer voller. Und ich glaube, ich gehe jetzt erstmal rein aufs Gelände und gucke, wer da so ist und was man da so alles so Schönes zu sehen kriegt. Also, bis später. Als erstes gleich einmal zum VW XL1. Ja, dieses Fahrzeug wurde von 2014 bis 2016 gebaut und hierbei handelt es sich um ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug mit einem 0,8 Liter Dieselmotor mit 35 kW, 47,6 PS und einem Elektromotor von 20 kW und 27,2 PS. Ja, der Wagen verfügt über einen Lithium-Ionen-Akku und einen 10 Liter Dieseltank, einen CW-Wert von 0,159. Die Reichweite sind ca. 550 Kilometer, davon sind schon bei vollgeladenen Akku 35 Kilometer elektrisch dabei. Gebaut wurden von dem Wagen zwischen 2014 und 2016 lediglich 200 Stück.
hier haben wir dann auch den Dongfeng Motors EV6400L. Er verfügt über einen Lithium-Eisenphosphat-Akku. Der Motor hat eine Leistung von 20 kW, 27 PS, einen Durchschnittsverbrauch von 22,3 Kilowattstunden je 100 Kilometer, was für eine Reichweite von 65 bis ungefähr 100 Kilometer sorgt. Zum Renault Fluence ZE. Dieser wurde zwischen 2012 und 2014 hier in Deutschland angeboten. Er verfügt über einen 70 kW bzw. 95 PS Motor. Der Wechselakku verfügt über eine Kapazität von 22 Kilowattstunden, was für eine Reichweite von ungefähr 160 Kilometer sorgt. Ja, das Auto kennen wir jetzt auch von YouTube, vom Kanal von Daniel Weishaupt. Wer den noch nicht gesehen hat, Leute, guckt euch den mal an. Total interessantes Auto. Man hört viel zu wenig über dieses Auto und dabei ist es eigentlich wert, sich mal über dieses Auto Gedanken zu machen, weil er zeigt eigentlich das, was wir in der Stadt brauchen. Nämlich keine großen Schlitten, sondern eigentlich eher Minimalismus. Und das bietet dieses Auto. Haben wir dann auch schon den Tazzari Zero. Ja, Tazzari ist ein italienischer Hersteller, der seit 2009 dieses Fahrzeug in Deutschland anbietet. Es verfügt über einen 15 Kilowatt 20 PS starken Motor mit 150 Newtonmeter Drehmoment. Ein Lithium-Akku mit 12,3 Kilowattstunden sorgt für eine Reichweite bis zu 140 Kilometer. Der Tesla Roadster 1 darf natürlich auch nicht fehlen. Er wurde von 2008 bis 2012 gebaut, hatte eine Motorleistung von 215 bis 225 kW. Der Akku hatte eine Kapazität von 56 Kilowattstunden und war ein Lithium-Ionen-Akku. Ja, insgesamt wurden von dem Tesla Roadster 1 2450 Stück gebaut.
die Reichweite selbst geht Tesla mit 350 Kilometer an. Ja, in der Praxis waren es dann zwischen 200 und 501 Kilometer, die mit dem Tesla Roadster 1 erreicht werden konnten. Wir jetzt zum Interview mit Simon und Jörg vom Podcast Beizen Batteries. Ja, erzählt mal, wer seid ihr, was macht ihr? Fang du mal an, Simon. Ja, wir sind von Beizen Batteries. Man sieht es hier auf unserem T-Shirt. Das ist, wir machen einen E-Mobilitäts-Podcast und haben jetzt auch schon einige Folgen aufgenommen und sind hier natürlich, um ins Gespräch zu gehen mit den ganzen YouTubern, so wie du einer bist, und mit den Besitzern und auch mit Laien, um zu hören, was so die aktuelle, das Meinungsbild so ist zum Thema Elektromobilität. Genau, wir werden nachher auch noch an der Podiumsdiskussion teilnehmen, geht es um Kritikpunkte und Mythen rund um die Elektromobilität und wollen da auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Da sind einige dabei, auch Diana Höfner von Electrify BW, die machen ja auch einen Podcast. Viele Grüße, wir sind große Fans. Und genau, vom Technikmuseum hier selber sind auch einige dabei. Und wie du schon gesagt hast, wir sind ganz happy, dass wir hier einige YouTuber treffen, mit denen wir hier tolle Gespräche führen können, mit dir unter anderem, wie gesagt, und auch allgemein aus der Community. Ansonsten testen wir halt viele E-Autos, unter anderem gerade den Kia e-Niro, könnt ihr mal reinhören, das ist unsere, glaube ich, Folge Nummer 8, den haben wir getestet. Und was hier so eben abgeht, das e-4-Testival ist noch hier dabei in der Region am Hockenheimring, da sind wir im Juni, da könnt ihr uns auch treffen, ganz genau. Wo findet man euch? Uns findet man vor allem natürlich auf allen Portalen, wo es Podcasts gibt. Google Podcast, iTunes, Spotify und Co. Und natürlich auch bei Instagram, wo wir heute auch immer einige schöne Fotos aufnehmen und posten werden hier von der Veranstaltung. Das Wetter ist ja viel besser als angesagt. Also wir stehen hier alle und schwitzen, kochen, genau, oder kochen. Und ist natürlich auch nicht so schlecht für die Reichweite. Wir haben nämlich hier mit unserer Zoe, wir sind mit einer Zoe da, mit einem kleinen Akku, und wir haben keinen Ladeplatz, also wir kommen auch wieder zurück. Hier kommt noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Interview, welches Simon und Jörg vom Podcast Beizen Batteries mit mir geführt haben. Ja, und das komplette Interview könnt ihr natürlich auf dem Podcast von Simon und Jörg vom Beizen Batteries hören. Ja, und wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du dich mit dem Thema beschäftigst? Das ist, hat ja immer eine Vorgeschichte bei allen. Deswegen wird es uns auch interessieren, wie das bei dir so war. Also die Vorgeschichte dazu fing eigentlich so an, dass mich eigentlich so Umweltschutz oder halt der Umweltgedanke bei Automobilität sowieso interessiert. Nicht umsonst fahre ich einen alten Volvo, also der eigentlich mit Umweltschutz in dem Sinne was zu tun hat, als dass sie halt damit den geregelten Drei-Wege-Katalysator auf den Markt gebracht haben. Und so weitergesponnen hat mich dann halt irgendwann mal so die Zoe und Konsorten oder Renault Fluence, die dann rauskamen, interessiert. Also alleine der Gedanke, du fährst elektrisch, idealerweise hast du irgendwo im Grün ein schönes Häuschen mit einer PV-Anlage drauf, vielleicht noch so ein kleines Windkraftwerk im Garten stehen oder so, produzierst deinen eigenen Strom und lädst den halt ins Auto rein und kannst damit quer durch die Pampa fahren und freust dich halt, dass du da im Endeffekt für null Emissionen mit dem Auto gefahren bist. Aber heute ist es ja leider noch nicht so. Alle reden ja noch davon, dass wir Atomstrom und Kohlestrom laden. Wobei wir haben halt den Mix und ich denke mal, das, was wir kaufen, sollte auch drin sein in der Steckdose, ne? Oder rauskommen vielmehr. Absolut. Mit welchem Auto seid ihr denn heute da? Mit welchem Auto bist du da oder seid ihr in der Kolonne gefahren? Also wir sind heute mit zwei Autos hier. Also ich bin beim Thomas Weinert vom Kanal Elektrum mitgefahren. Der winkt gerade aus dem Hintergrund.
mit einem Tesla Model S, Model X, Entschuldigung, verwechsel ich die Dinger schon. Model X mit einer wundervollen Folierung in so Seifenblasenoptik, könnte man sagen. Also je nachdem, von wo man raufkommt, mit welcher Sonneneinstrahlung, verändert sich die Farbe und wirft so wunderbare Schattierungen, als wenn man so einen Klecks, ich sag mal jetzt bitterböse, Öl ins Wasser tropfen lässt und die Sonne drauf scheint. So ähnlich scheint das wie so ein Regenbogen, halt alle Farben drin. Ja, und natürlich Model X-Familie ist auch mit bei. Also wir hatten uns zusammen getroffen, waren gestern schon in Fulda gewesen zum Model 3-Treffen. Da waren auch irgendwie 150 waren es wohl Model 3 da. Also war schon eine große Ansage. Und dann sind wir halt über Darmstadt dann da übernachtet und heute hierher gefahren. Es dann auch schon gewesen sein von unserer Tour zum E-Mobility-Tag im Technikmuseum Sinsheim. Und ja, für uns heißt es jetzt wieder die Heimreise antreten und ab nach Berlin. Also bis zum nächsten Mal und ja, einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Tschüss!
ich dir mal einen Tipp verraten, was billiger ist als dein Spanienurlaub, den du jetzt gerade planst? Ja, ja, ganz einfach. Abonnier diesen Kanal. Da unten kostet nichts, keinen einzigen Cent, außer einmal draufklicken mit der Maus, da, da unten. Und wenn du nochmal draufklickst, wenn das Glöckchen kommt, dann kriegst du jedes Mal, wenn ich ein neues Video rausbringe, eins auf die Mütze, aufs Glöckchen. Also, abonnieren ist billiger als Urlaub. Nee, also jetzt in Spanien oder so, nicht? Also, komm, natürlich gegen Balkonien kannst du nicht gegen anstinken, nicht? Aber da macht es ja dann auch wieder Sinn, weil da kannst du dann meine Videos gucken. Super, danke.